Das war so richtig scheiße dieses Jahr. Auch die Grafikkarten, schätze ich. Die Preise. Flop, Grafikkartenpreise, furchtbar, geht gar nicht. Mein Flop dagegen waren definitiv die Grafikkartenpreise. Der Flop ist natürlich der Preis. Beschissen ist freilich, dass keine Mining-Krise mehr da und die Grafikkarten trotzdem sauteuer sind. Tops des Jahres, definitiv die Grafikkartenpreise. Die sind einfach zu günstig. Ja, ist so. Ich würde auch 5.000 dafür bezahlen. 6.000, 7.000, was kostet die Welt? Mein Top des Jahres ist definitiv auf Platz 1 diese unfassbar knuffige Banane. Das ist die knuffigste Banane, die ich je gesehen habe. Sogar knuffiger als die Teneriffa-Bananen. Welcher Leser das auch immer war oder Zuschauer, mehr davon, die sind einfach geil. Ansonsten, ich glaube, es ging um Hardware und Spiele, oder? Werde ich wahrscheinlich antworten, was alle sagen. Flop, Grafikkartenpreise, furchtbar, geht gar nicht. AMD ist ein kleiner Lichtblick, kein besonders großer, aber ein bisschen in die Richtung, stimmt. Allerdings bin ich ja eine sogenannte Grafikhure und demnach freue ich mich sehr darüber, dass es Fortschritte gab beim Raytracing in diesem Jahr und auch bei den Grafikchips. Also es gab neue Architekturen, die eine Schweinearbeit bedeuten, by the way, für mich. Ich glaube, da erwartet uns noch Großes, weil es gibt diverse Vorteile, die AMD auch wirklich, auch der Chefentwickler gesagt hat. Das wird sich vor allem auszahlen in der Zukunft mit feineren Fertigungsverfahren. Da kann man einfach alles leichter adaptieren und das wird sicher noch geil. Aber wir wissen noch nicht, ob das auch 2023 schon der Fall sein wird. Flops und Tops sind hier bei den Spielen bei mir auch wieder gleich, kann man sagen, weil es gab viele coole Spiele. Ich wurde von einigen Sachen positiv überrascht. Unter anderem, ich werde nicht müde, es zu sagen, ich bin super beeindruckt von Teardown. Guckt euch das an, das ist sicher auch bald im Steam-Sale. Es sieht einfach extrem geil aus, wie man den ganzen Kram zerstören kann. Das hat Software-Raytracing vom Feinsten. Und schade hingegen finde ich, dass brutal viel Zeug ins neue Jahr verschoben wurde von den Spielen. Bedeutet allerdings, das nächste Jahr wird geil, was die neuen Spiele angeht. Unreal Engine 5 überall und anderer Kram und ja, ich freue mich drauf. Meine Tops dieses Jahr waren definitiv die Grafikkarten und die Grafikkartenleistung. Mein Flop dagegen waren definitiv die Grafikkartenpreise. Deswegen habe ich auch noch nicht aufgerüstet dieses Jahr und ich werde wohl noch ein paar Jahre, hoffentlich nicht, warten, bis ich wieder neue Hardware mir kaufe. Weiteres Highlight waren für mich natürlich die Intel-Grafikkarten tatsächlich. Einfach, weil mal ein neuer Mitspieler dazu kommt. Und ich hoffe, dass es da auch ganz gut weitergeht und dass die vielleicht mal ein bisschen Nvidia und AMD in den A** treten können. Ach ja, der 12-Volt-Stromstecker, auch ein weiteres Highlight. Einmal war die Diskussion darum irgendwie irgendwann interessant und witzig, wie so eine Daily Soap. Auf der anderen Seite finde ich einfach den Anschluss kacke. Mal unabhängig davon, ob der jetzt in Flammen aufgeht oder nicht. Wir haben es nicht geschafft, dass er in Flammen aufgeht. Aber ich verstehe die Logik hinter diesem Anschluss irgendwie nicht und warum wir nicht die alten Stecker weiterhin verwenden können. Also, war halt wirklich eine Soap, das Ganze. Okay, ja, natürlich mein absolutes Highlight, wie immer, Bananen. Mehr brauche ich dazu wohl nicht sagen, es sind überall Bananen. Oh, komm her. Ja, mein Bananenbaby. Bin mal gespannt, Santi wird wohl wahrscheinlich dasselbe nennen. Dann kommt jetzt ungefähr mein Top of the Flops. Oder auch Hardware-Highlights 2022. Bei mir, muss ich sagen, war ich sehr, sehr gespannt auf Intel. Arg! Es ist schön, eine Alternative zu haben, gerade bei den Preisen, die da gerade bei den anderen Herstellern vorherrschen. Also über 1000 wird man auf jeden Fall los und das ist schon ziemlich heftig. Und deswegen finde ich schön, dass noch ein weiterer Challenger die Runde betreten hat. Der Flop ist natürlich der Preis. Ich denke, da werden meine Kollegen mir zustimmen. Das ist ziemlich doof. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Nächstes Jahr, wie Intel sich weiterschlägt. Ich freue mich drauf. Was ich natürlich auch nicht verheimlichen kann und was man sich auch sicher denken kann, ist dieser sonnige Gesell hier, der uns seit neuestem hier begleitet bzw. gewachsen ist, ist das hier auch eins der Hardware-Highlights dieses Jahr 2022 bei der PCGH. Wobei man das eigentlich auch schon als Software abtun könnte, ne? Nicht so weich. Tops und Flops 2022. Kühlung war eins von diesen vielen Kühlungsjahren, wo nur Tippelschritte gemacht wurden und es keine kleine Innovation gab, also da gar nichts zu berichten. Hat vor sich hingeplätschert. Mainboards dagegen begann mit einem kleinen Highlight zu Jahresbeginn, nämlich dem Strix B660G und B660F von Asus. Da hat sich seit sehr langem mal zum ersten Mal wieder ein Hersteller versucht, bei günstigen Mainboards entgegen der Intel-Vorschriften Übertaktung zu ermöglichen und es hat technisch auch funktioniert. Danach folgte ein Dreivierteljahr lang nichts, rein gar nichts. Keine nennenswerten Neuvorstellungen, keine tollen Modelle, aber auch keine Flops. Im Herbst dann, was dann aber definitiv der Flop des Jahres war, war, was die Mainboard-Hersteller daraus gemacht haben. Denn ich habe wirklich bei jedem Board, das ich getestet habe, was gefunden, wo ich nur so da saß, so Bei den ersten beiden Boards war das noch die Überlegung, der hätte Erster sein können, der wird aber Letzter. Nach dem dritten und vierten Board war dann klar, nee, der, bei dem ich mir erst gedacht habe, der hat jetzt keine Chance mehr wegen seinen Fehler, ist tatsächlich der Sieger geworden, weil die anderen haben noch bescheuertere Fehler gemacht. Wie kann man so viel Potenzial so auf der Straße liegen lassen? Wesentlich besser gefallen und damit mein Highlight des Jahres waren im Gegenzug die B650 Boards. Die sind durchaus viel abgerundeter, viel besser gelungen, viel näher am Kunden dran
und auch noch ein gutes Stück billiger, ohne dabei schlechter zu sein. Ein Satz aber noch jenseits meiner Fachberechnung, was mich wirklich dieses Jahr richtig überrascht hat, war Intels Raptor Lake. Liegt auch daran, dass ich eigentlich gar nichts erwartet hatte. Angekündigt war Alder Lake mit ein paar mehr E-Kernen, die sowieso nichts bringen. Und was rauskam, war tatsächlich ein Prozessor, der, obwohl er nur kleine Details geändert hat, wirklich im Bereich Gaming einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht und sogar geschafft hat, die komplett neue Architektur mit komplett neuer Fertigung von AMD wirkungsvoll zu kontern. Das hat mich wirklich positiv überrascht und ist auch noch so ein gewisses Highlight dieses Jahr gewesen. Zen 4 war dagegen natürlich auch nicht schlecht, aber da war halt auch die Sache so, AMD ist mit großen Geschützen aufgefahren, hat ein bisschen was erreicht. Das ist nett, aber das ist kein Highlight. Das ist so die Erwartung gewesen. Meine Highlights, das ist vielleicht gar nicht so einfach tatsächlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach nur die Technik betrachte oder sowas, ist zum Beispiel NVIDIAs RTX 4090 natürlich ziemlich cool. Aber wenn ich dann beispielsweise den Blick halt auch auf den Preis lenke, dann relativiert sich das wieder so ein bisschen. Die AMD-Karten gefallen mir zwar auch ganz gut, aber da fehlt halt so ein bisschen der Exklusivfaktor, I guess, oder das wirklich Neue, schätze ich mal. Also zum Beispiel finde ich DLSS 3 ziemlich spannend, zumindest potenziell. Das hat natürlich noch so ein paar Macken, die KI muss noch lernen, das braucht noch Verbesserungen, wie DLSS und FSR zum Beispiel vorher auch. Ähnliches gilt auch für Raytracing oder sowas, das jetzt ja zum Beispiel mit Portal RTX einen relativ großen Sprung gemacht hat, aber das muss natürlich auch erstmal alles implementiert werden und man sieht ja zum Beispiel jetzt auch in The Witcher, dass das vielleicht alles gar nicht so einfach ist, sondern tatsächlich relativ viel Arbeit von den Entwicklern braucht. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen, würde ich sagen. Ich glaube, am ehesten sind es die Grafikkarten, die mich dieses Jahr beeindruckt haben. Okay, und was war so richtig scheiße dieses Jahr? Auch die Grafikkarten, schätze ich. Die Preise. Also generell die steigenden Preise. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt Befürchtungen, dass PC-Gaming jetzt komplett ausstirbt oder sowas, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das in so ein Hochpreissegment verlagert, so ein bisschen Luxussegment. Allerdings bringt das natürlich wieder die Gefahr, dass PC-Spieler dann irgendwann sagen, nee, das bezahle ich nicht mehr und dann auf die Konsole ausweichen, wo AMD-Hardware drin verbaut ist. Also das kann eigentlich auch nicht im Sinne von Nvidia sein. Schwer zu sagen. Ja, was war denn dein Highlight dieses Jahr? Das ist einfach das Master of Magic Remake letzte Woche. Kennt keiner mehr, echt nicht? Master of Magic? Sorry, also sind irgendwelche Boomer noch da draußen? Aber es soll um Hardware gehen, oder? Also mein Hardware-Highlight ist, dass ich dieses Jahr deswegen und auch nächstes Jahr keine neue Hardware mehr brauche. Wobei das, ja, das Remake, das schluckt schon ganz ordentlich, aber meine olle 3070, die hält da ein bisschen was aus, denke ich mal. Ist das so richtig beschissen dieses Jahr? Ja, ich kann mich nicht über Grafikkartenpreise aufregen, weil ist mir egal. Ehrlich, also eine 3070 gerade noch bekommen zum Glück und damit komme ich über die Runden. Beschissen ist freilich das. Keine Mining-Krise mehr da und die Grafikkarten trotzdem sauteuer sind. Lieber hole ich mir ein GeForce Now-Abo als eine neue Grafikkarte. Dafür wirst du gegrillt. Ja, dafür, das werde ich, glaube ich, gegrillt, nachdem ich wahrscheinlich einer der letzten 5 User von Streaming bin, was Gaming angeht. Aber ja, wenn der Mist zu teuer bleibt. Jeder labert immer nur über Grafikkartenpreise. Aber was ist mit Monitoren? Hallo, Monitore gab's richtig coole. 4K, 240 Hertz und brauchbares HDR. Der Samsung Odyssey Neo G8. Hammer Monitor. Und die ganzen OLED-Teile. Okay, die sind nur ein bisschen sauteuer. Wenn ich gesagt, überteuer. Was nützt euch die beste Grafikkarte, wenn man das dann auf so einer LCD-Grütze spielt? Ja gut, die meisten sind noch nicht schlecht. Highlights an sich waren, ja, wo soll man da anfangen? RTX 4090, 4080, wir haben Radeon RX 7000, wir haben Ryzen 7000 gehabt, wir haben Intel Raptor Lake gehabt. Die Liste lässt sich im Prinzip endlos fortsetzen an Hardware-Neuheiten. Also an sich ein absoluter Traum für jemanden, der ja, News schreibt und versucht, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Allerdings muss man da auch wiederum sagen, es gab zwar viele Neuheiten, nur gab es auch viele Geschichten, die leider nicht so wirklich gut gelaufen sind. Ich sag nur mal 12 Volt Anschluss bei RTX 4000. Das war natürlich nicht optimal. Auch die zwei Versionen der RTX 4080
waren nicht so richtig prickelnd und haben, glaube ich, zu einer Situation geführt, die es so noch nicht so oft gab in der Gaming-Branche. Aber ich denke, nächstes Jahr wird auch wieder gut werden. Highlight des Jahres, Gothic 1. Tops des Jahres, definitiv die Grafikkartenpreise. Die sind einfach zu günstig. Ja, ist so. Ja. Ich würde auch 5.000 dafür bezahlen. 6.000, 7.000, was kostet die Welt? Also, zu den echten Highlights würde ich bei der Unreal Engine 5.1 Nanite zählen, bei der Vegetation. Ich hasse es, wenn die LODs nach hinten gehen und man läuft immer nach vorne und dann stottert es einfach so mit den Modellen von den Bäumen. Ich hasse das. Das sieht sehr vielversprechend aus. Beim Hardware-Bereich, ohne Frage, die Ada Lovelace-Karten, die sind nun mal top-notch. Ich hatte in verschiedenen Artikeln immer wieder mit den Ada Lovelace-Karten zu tun. Und die sind einfach technisch geil. Das lässt sich nicht anders sagen. Die sind effizient, die sind schweineteuer, aber mal abgesehen vom Preis. Die Leistung der RTX 3050, die fand ich super, super, super krass. Die war sehr beeindruckend. Der Preis der 4090, super fair. Würde ich auf jeden Fall das Dreifache oder Vierfache bezahlen. Naja, bei den Spielen fand ich God of War ganz gut, den PC-Port. Ragnarök dauert auch ein bisschen wegen PS5. Flops. Elex 2. Ja, komm, den Elex 2 rein. Nein, das kann ich nicht machen. Am Ende hasst mich Piranha Weiß. Naja, der Stecker. Ich musste. Okay, fucking kann ich ja nicht sagen. Ne? Bei dem 12-Volt High-Power-Stecker. Da hatte ich am Ende mehr oder weniger das ganze Drama an der Backe und musste halt in verschiedenen Artikeln immer wieder drauf eingehen. Ich konnte es halt echt nicht hören, weil ich habe da wie lange, 2, 3, 4 Wochen an diesem Stecker die ganze Zeit irgendwas rumgezerrt, rumgedreht, irgendwas rumgeschnitten und es ist nichts passiert. Nichts passiert. Und dann liest man im Forum, die Welt geht unter, die Häuser brennen ab, rettet die Kinder, sonst werden wir alle Waisen. So, das, I don't know, sehe ich halt nicht so. Das macht Nvidia aber nicht unbedingt sympathischer. Also das Einzige, was Nvidia wirklich sympathisch macht, wirklich, das muss man echt sagen, sind die Preise. Ja, du lachst so, das ist so. Ich würde, wenn ich könnte, 8.000, 9.000... Ach, nimm meine Niere. Ja, nimm sie. Ich weiß nicht mal, ob meine Niere da sitzt.